Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Steht die 28. Runde bevor. Wir spielen am Sonntag gegen den FC Red Bull Salzburg im Schlagerspiel um 16.30 Uhr in der Red Bull Arena. Ich darf nochmal an unsere Osteraktion erinnern. Zusätzlich zu dieser Aktion, zu dieser Ticketaktion, ist noch dazugekommen, dass alle Besucher dieses Spiels gegen Ried am 15.04. auch Eintritt zur Damenweltmeisterschaft in die Eishalle haben nach dem Spiel. Das beginnt um 20 Uhr. Ich darf mit mir begrüßen Cheftrainer Franco Foda und Stefan Hirländer und darf gleich um Ihre Fragen bitten. Bitte schön. Also, ich glaube, alle Sturmschüler des Halbens wollen wissen, wie du am Sonntag die Mannschaft zusammenstellst, vor allem im defensiven Bereich. Ja. Klar hat man schon eine gewisse Idee im Kopf. Wir haben auch gestern einige taktische Varianten ausprobiert. Auch heute im Training werden wir das nochmal tun. Es gibt da ein, zwei Varianten. Habe mich aber letztendlich noch nicht für eine entschieden. Gibt es noch eine Frage? Wie schauen die Varianten im Detail aus? Die Varianten, ohne sie beantworten eh nicht, für welche Variante sie sich entscheiden, aber wie schauen die zwei Varianten aus? Ja gut, Fakt ist, dass Scheusim und Schuller eigentlich zwei gelernte Innenverteidiger ausfallen, definitiv. Jimmy Dzeko, der eventuell auch hätte auf dieser Position spielen können, fällt ja auch definitiv aufgrund einer Verletzung aus. Und dann gibt es halt die ein oder andere Variante, dass wir halt einen Spieler aus dem Mittelfeld oder auf einer Außenposition umfunktionieren zu einem Innenverteidiger. Es gibt noch Dario Marisic, der allerdings auch jetzt einmal bei den Amateuren erst gespielt hat, vorher sehr lange verletzt war durch eine Muskelverletzung. Und es wäre auch eine Option, mit einem ganz jungen Spieler zu agieren, der aber auch vorher, wie gesagt, wenig Spielrhythmus hatte. Auf der anderen Seite gibt es halt die Möglichkeit, dass wir ja Simon Piesinger nach hinten ziehen oder Cori nach innen ziehen oder Lyko nach innen ziehen. Also es gibt da die ein oder andere Option. Wie wird die taktische Ausrichtung überhaupt aussehen? Die letzten zwei Bundesligaspiele 5:0 gewonnen von Salzburg. Schaut man da nur, dass man keinen Ball bekommt oder gehst du auf diese vorigen Spiele gar nicht? Ja gut, aufgrund der letzten Ergebnisse sind wir krasse Außenseiter. Ja? Aber wir wissen ja alle im Fußball, dass auch krasse Außenseiter oft mal Spiele gewinnen können. Und klar, Salzburg hat nach wie vor gute Qualität, sind extrem eingespielt. Wir müssen da die ein oder andere Lösung finden im Defensivbereich. Aber trotz allem glaube ich, dass wir nach wie vor genug Qualität haben. Wir haben auch, ich glaube, in dieser Saison ist schon bewiesen. Wir haben in Salzburg 1:0 gewonnen, zu Hause 3:1 gewonnen. Auch das Spiel, was wir zu Hause 1:0 verloren haben, war ganz eng. Das hätten wir auch für uns entscheiden können. Glaube, dass wir immer taktisch gut vorbereitet sind auf diese Spiele. Und wir gehen schon mit der Intention oder fahren auch mit der Intention nach Salzburg, um versuchen, etwas mitzunehmen. Deswegen spielt man Fußball und das ist unabhängig davon, welche Spieler ausfallen oder nicht. Die Spieler, ja, die an Bord sind, ja, habe ich immer betont, dass man im Laufe einer Saison alle Spieler benötigt. Ja, und jetzt haben die Spieler die Möglichkeit, die Chance, sich auch zu zeigen, sich zu beweisen. Und ja, und man arbeitet oft dann auch, oder diese Spieler arbeiten dann oft auf diesen Tag X hin. Und dann muss man einfach Farbe bekennen, dann muss man bereit sein. Und habe da großes Vertrauen, was ich auch diese Woche im Training gesehen habe. Spieler sind top motiviert, hoch motiviert. Und wir können da auch mit Vertrauen hinfahren, weil wir auch gegen Salzburg in dieser Saison schon gewonnen haben. Noch eine Frage. Hast du auch schon mal Innenverteidiger gespielt oder ist die Variante gar nicht mehr denkbar? Notfalls kann ich es auch. Wie hat das Training in dieser Woche ausgesehen? Oder hat der Trainer viel umgestellt? Was habt ihr alles probiert? Naja, also das Training hat ausgeschaut wie immer sehr gut. Wir haben einige Varianten durchprobiert. Wichtig ist einfach nur am Sonntag, dass jeder seine Leistung bringt zu 100%. Und dann sind wir sehr schwer zu schlagen. Wie kann man gegen Salzburg überhaupt dagegenhalten zurzeit? Habt ihr euch das besonders angeschaut?
Ja, also natürlich hat Salzburg auch die eine oder andere Schwierigkeit, wenn wir mit unserem Umschaltspiel zum Beispiel, also mit den eigenen Waffen eigentlich dagegen halten. Da gibt es schon einige Sachen, aber wichtig ist einfach, dass jeder einzelne Spieler weiß am Platz, was zu machen ist und der Rest wird sich dann von alleine ergeben. Dein Fitnesszustand ist noch besser als vom letzten Spiel oder letzten Spiel? Fitnesszustand ist gut. Bitte, Georg. Das Kapfenberg-Match von Salzburg in der Bedeutung hat man, die haben sehr viel rotiert, ein paar Stammspieler waren trotzdem dabei von Salzburg. 1-1 Verlängerung. Hat das irgendwelche Aufschlüsse gegeben? Nein, das Kapfenberg-Spiel kann man nicht als Maßstab hernehmen. Soll nicht die Leistung von Kapfenberg schmälern. Im Gegenteil, sie haben es sehr, sehr gut gemacht über weite Strecken. Aber wir wissen ja oft, Kapp hat so seine eigenen Gesetze. Salzburg hat, glaube ich, auf 7 Positionen die Mannschaft verändert. Waren einige Spieler dabei, die seit langem wieder das erste Mal gespielt haben, nach langen Verletzungen zurückgekommen sind. Oder einige hatten keinen Spielrhythmus. Und das hat man einfach gesehen, ja, dass dann nicht alles von 0 auf 100 funktionieren kann. Und Kapfenberg war klar, sehr, sehr defensiv, waren sehr kompakt. Haben dann versucht, über den Konter zum Erfolg zu kommen und das ist ihnen ja über weite Strecken auch gut gelungen. Aber wir wissen ja auch alle, dass dann gerade auch in so einem Spiel ja die Bundesligamannschaft vielleicht dann ja mit ein paar Prozent weniger in so ein Spiel hineingeht und dann gibt es ja auch mal oft die ein oder andere Überraschung. Aber das wird am Sonntag nicht der Fall sein, also dass Salzburg uns unterschätzt, ja, weil wir haben schon zweimal gegen sie in dieser Saison gewonnen und es geht um sehr, sehr viel. Klar, Salzburg wird, davon kann man ausgehen, Meister werden. Man kann ihnen eigentlich auch schon dazu gratulieren, weil sie haben 10 Punkte Vorsprung und es sind nur noch 9 Spiele zu absolvieren und aufgrund der Zehnerliga ist es fast unmöglich, diesen Vorsprung noch aufzuholen. Aber auf der anderen Seite ist es für uns auch ein wichtiges Spiel. Ja, wir wollen auch Punkte holen. Wir haben jetzt in den letzten 4 Spielen 9 Punkte geholt. Gerade zu Hause waren wir sehr stabil, sind sehr gut aufgetreten. Aber jetzt wird es auch Zeit, dass wir auswärts wieder punkten. Das war früher genau umgekehrt, ne? Das war dann ja, so ist der Fußball. Ja, ja, wechselt oft. Aber wie immer gesagt, letztendlich ist es egal, wo du die Punkte holst. Am Ende der Saison musst du so viele Punkte auf dem Konto haben, um deine Ziele zu erreichen. Aber es ist klar, es war extrem wichtig, dass wir jetzt zu Hause die letzten 3 Spiele gewonnen haben, weil das war gut für unsere Fans, die uns gerade auch zu Hause immer toll unterstützen. Ja, sie sind immer wieder zufrieden, dann auch nach Hause gegangen. Und es ist klar, immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn du Spiele zu Hause gewinnst. Ja, du kannst dann mit den Fans feiern. Und das ist immer positiv. Aber auf der anderen Seite, wenn du irgendwo vorne mitspielen willst, dann musst du auch auswärts Punkte holen. Wie steht es um Javi, Zurechner, Bundestag? Ja, ab Dienstag kam, bis auf Marc. Marc hat erst ab Donnerstag, glaube ich, wieder mittrainiert. Ansonsten ab Dienstag waren alle Mann an Bord, bis auf Schule, Scheusi und Jimmy und plus die Spieler, die bei den Amateuren am Dienstag noch gegen Allerheiligen gespielt haben, waren alle Mann an Bord. Klar, Martin hat 2 Wochen nicht trainiert, war krank, aber vom Gesundheitszustand und von Verletzungen haben wir eigentlich bis auf die 3 Spieler haben wieder alle am Training teilgenommen und werden dann auch die richtige Mannschaft dann am Sonntag auf den Platz bringen. Salzburg hat in den letzten Spielen vor allem offensiv gewaltige Stärken gezeigt, 2-5-0 gewonnen. Heißt das, dass du mit einer defensiven Taktik in dieses Spiel gehen wirst? Oder wolltest du trotzdem versuchen, mitzuspielen und Impulse zu setzen? Ja, gut, aus der Wien hat ja in der ersten Halbzeit waren sie eigentlich sehr gut im Spiel. Salzburg hat eigentlich die Torsituation aus dem Konter heraus kreiert. Aber das wissen wir ja. Sie haben Wenn sie den Ball erobern, sie spielen sehr kompakt, haben ein gutes Umschaltspiel, schnelle Leute, vor allen Dingen vorne auch Leute, die dann in 1-gegen-1-Situationen zum Abschluss kommen können, auch Tore erzielen können. Man hat auch gesehen, dass sie sehr effizient waren in den letzten Spielen, dass sie eigentlich wenig Tormöglichkeiten benötigen, um Tore zu erzielen. Ja, das ist auch ein Qualitätsmerkmal einer Mannschaft. Und
Ja, wie wir es angehen, ich glaube, es ist wichtig, eine gute Mischung zu finden, eine gute Balance zwischen Defensiv und Offensiv. Ja, wir wollen auf jeden Fall nicht nur defensiv spielen, aber vielleicht ist es auch wichtig, mal den Gegner kommen zu lassen, um selbst dann Räume vorzufinden, weil wir ja im Umschaltspiel auch nicht so schlecht sind, weil wir auch gerade in diesen Situationen dann, wenn wir Räume vorfinden, gut diese Räume bespielen können. Auf der anderen Seite wird es auch mal wichtig sein, den Gegner mal früh unter Druck zu setzen, ja, sie vielleicht auch mal zu Fehler zu zwingen. Ich glaube, eine Mischung wird extrem wichtig sein, aber das Wichtigste ist einfach, der Schlüssel zum Erfolg wird einfach sein, wenn du in der Vorwärtsbewegung bist, wenn du den Ball verlierst, dann müssen alle Antennen angehen, dann musst du sofort wieder auf Defensive umschalten. Ja. Ob du eventuell die Situation hast, um ins Gegenpressing zu gehen oder aber auch die zweite Alternative, sich dann fallen lassen und wieder kompakt zu sein, ja, dass der Gegner dann in der Kontersituation keine Räume vorfindet. Also ich glaube, das wird so das Wichtigste sein. Aber wir freuen uns auf das Spiel, weil in Salzburg macht es immer Spaß zu spielen, auch wenn ich als Trainer noch einmal gewonnen habe. Aber bin froh, dass wir schon einmal gewonnen haben. Ja, sonst wäre ja heute die Diskussion wieder aufgekommen und die haben wir damit auf jeden Fall mal bereinigt. Ist eine Fünferkette hinten eine Idee? Ja, vielleicht Sechserkette sogar. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, es hängt ja immer vom Spielverlauf ab. Ich glaube, dass das System auch nicht so entscheidend ist im heutigen Fußball, sondern da geht es um grundlegende Dinge, um Grundprinzipien, wie du einfach spielen willst. Ja, ob du auch eine Viererkette wird ja oftmals zu einer Fünferkette oder Sechserkette. Ja, das hat man ja auch gesehen. Andere Mannschaften gegen Salzburg, wie zum Beispiel Admira, haben Viererkette gespielt, aber beide äußeren Mittelfeldspieler sind mit den Außenverteidigern mitgegangen und dann war es oft Fünfer- oder sogar Sechserkette. Ja, das hängt immer damit zusammen, wie kommt der Gegner, wie müssen wir reagieren. Aber wichtig wird sein, dass wir nicht nur reagieren, sondern dass wir auch aktiv sind und dass wir auch selbst agieren in diesem Spiel. Aber mit Kopf und intelligent. Ja, gut. Ich denke schon. Ja, Salzburg, gerade in Salzburg brauchst du immer auch ein Quäntchen Glück, um ein Spiel gewinnen zu können. Aber damals waren wir, ja, bis in Gleichzahl, glaube ich, war das Spiel schon ausgeglichen. Ja, und dann in Unterzahl oder wir in Überzahl. Hätten aber vorher schon den Sack zumachen müssen, weil wir hatten auch noch 2-3 Riesensitzer gehabt, um auch das 2-0 zu erzielen. Aber man hat dann auch gesehen, dass eine Mannschaft in Unterzahl, die dann überhaupt nichts mehr zu verlieren hat, dann auch gefährlich werden kann. Und die andere Mannschaft in Überzahl, die dann wieder was aus der Hand zu geben hat, auf einmal unruhig wird. Und das war der Fall. Ja. Und da hatten wir klar am Ende in zwei Situationen Riesenglück gehabt, um dann auch den Vorsprung zu verteidigen. Aber es ist ja das Schöne im Fußball, dass man auch in Unterzahl trotz allem Spiele gewinnen kann. Ja, das hoffe ich schon. Ja, hoffe ich schon. Stefan, du hast gegen den WRC in zwei Rollen gespielt. In welcher erwartest du dich am Sonntag? Ist egal in welcher. Also, ich kann viele Positionen spielen, ich glaube auch gut. Und deswegen ist kein Thema, wenn ich jetzt irgendwo anders wieder spiele. Also, Trainer kennt meine Qualitäten und das ist wichtig. Gute Antwort. Das ist für dich trotzdem noch ein besonderes Spiel, auch wenn deine Salzburg-Zeit schon vorher ja, es ist ein besonderes Spiel, dass man wieder nach Salzburg kommt, weil ich war 4 Jahre in Salzburg und ja, ist schon ein bisschen was Besonderes, aber eigentlich ist es besonderer, dass wir gegen den Tabellenführer spielen und ja, natürlich wollen wir auch in Salzburg gewinnen. Ja. Ja, rund 100 Pflichtspiele mit Ulmer Schwegler hast du auch noch gespielt, gibt es noch Kontakt mit Zeugwarten? Natürlich gibt es mit Ulmer zum Beispiel Kontakt, mit denen ich ja, eigentlich sehr gut befreundet bin. Auch mit dem Schwegler gibt es Kontakt, aber viele aus der Zeit sind ja nicht mehr da. Und ja, also ich freue mich auf die zwei Spieler mal und es gibt den einen anderen Betreuer, den ich noch kenne, aber hat sich vieles getan in die Jahre, wo ich nicht mehr da bin. Wie bewertest du die Veränderungen bei Salzburg? Ja, also ich war glaube ich zu einer Zeit da, wo Salzburg sehr, sehr erfolgreich war. Und das haben sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr so anschließen können, aber damals waren auch sehr besondere Spieler in Salzburg. Und ja, aber Salzburg macht einen guten Job und die haben noch immer eine sehr, sehr gute Mannschaft. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Okay, geht es am Sonntag in das letzte
Meisterschaftsviertel. Wenn man davon ausgeht, dass Salzburg Meister wird, so die Jagd auf Platz 2 eröffnet zwischen Sturm, Altach und Austria momentan. Wie siehst du da momentan ein bisschen die Rollen von der Offen bis zum letzten Spieltag? Und bei der Austria geht die Spirale ein bisschen nach unten. Altach marschiert auch nicht mehr so wie im Herbst. Wo siehst du da die Positionen? Ja, generell ist so, dass glaube ich, die Mannschaft von Salzburg über allen anderen steht und danach ist es extrem ausgeglichen. Ja, das sieht man Woche für Woche, dass man immer wieder ans Limit gehen muss, um Spiele zu gewinnen. Also meist die Meisterschaft ist noch sehr, sehr spannend, ja, auch im Abstiegskampf. Er ist noch sehr interessant, also auch die Mannschaften benötigen jeden Punkt. Also auch da gibt es schwierige Spiele und klar, vorne ist es auch sehr, sehr spannend. Aber habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, ob wir jetzt noch Zweiter, Dritter werden, sondern für mich ist einfach wichtig, dass wir, hatten ja im Frühjahr nicht so einen guten Start an den Tag gelegt, dass wir uns jetzt wieder gefangen haben, dass wir uns stabilisiert haben und jetzt wird es einfach wichtig sein, dass wir aus den 9 Spielen ja, so viele Punkte wie möglich, so viel wie geht, holen. Ja, und das nächste Spiel ist zwar eine Phrase, aber es ist so einfach, dass jetzt ist am Sonntag, ja, und da gibt es wieder 3 Punkte zu holen und da müssen wir alles unternehmen, alles investieren, alles reinhauen, um da den einen oder anderen Punkt mitzunehmen und dann konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel und ja, sage ich auch immer jedes Jahr, immer das Gleiche, im Prinzip nach 36 Spieltagen wird dann abgerechnet und die Tabelle lügt dann nicht und da, wo du stehst, das hast du dann auch verdient. Ticket-Info ist von mir noch ausständig. Für den Gästesektor sind Tickets ausschließlich vor Ort erhältlich um 15 Euro. Außerdem ist Damentag. Alle Damen haben freien Eintritt zu dem Spiel. Gilt auch für den Gästesektor. Dankeschön fürs Kommen. Alles Gute am Sonntag. Danke.